Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Goodbye Deponia. Dann werden wir uns jetzt mal den leckeren Bagel zu Gemüte führen, obwohl es fehlt doch noch was, oder? Dieser Knast. Ich probiere es jetzt mal aus. Was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplanes. Ein Bagel? Was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich verkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? What's up? Noch sind das alles ungebackene Brötchen. Okay, es scheint noch was zu fehlen. Wir probieren aber sowieso auch mal, hier Kaffee auf dem Teppich auszukippen. Putzibur! Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Hier ist Staubbeutel. Mal gucken, was das ist. Oh, das ist wieder... Ja, ich kann mich erinnern. Jetzt, das ist das Letzte, was wir brauchen. Und nun? Dieser Knastmampf ist ein... Okay, das hatten wir ja schon. Es heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp. Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mal abdecken. Ja, genau. Okay. Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Oh, es wird ihm gleich so schlecht gehen. Was hast du getan, du widerwärtige Kanalbazille? Du hast mich vergiftet! Bravo! Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Okay, dann werden wir mal die Aufmerksamkeit auf uns lenken. Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir. Wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Also das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir! Aber sofort! Oh! So, und jetzt die Zelle lüften. Ja! Super! Komm das raus. War ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Ja, das ist natürlich schade. Das hatte ich jetzt eigentlich auch mit eingeplant. Okay, zu dem gehen wir jetzt natürlich nicht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach hier lang. Mal schauen, was uns dort erwartet. Oh, der Zein zu schlafen. Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Nee. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Oh, der Arme, das sehe ich jetzt erst. Oh, dem geht's richtig schlecht. Ich meine, ich bin ja nicht... Von hier oben sieht Deponia ja eigentlich ganz nett aus. Mir fällt gerade auf, dass ich mich gar nicht richtig verabschieden konnte. Ach, wir retten Deponia ja noch. Es wird schon alles gut. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Nee, nicht wirklich. Oh, Sekunde. Ach so, das ist zum Zellenblock. Okay. Ah, okay. Ich dachte, hier wäre eine Tür irgendwie. Antragsterminal Serial 17. Nur zum Ausfüllen von Antragsformularen mit der Seriennummer 27-Burg zugelassen. Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Okay. Blab. Oh, eine Kiste. Antragsformular 27-Wurk. Antrag auf. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal Wartungsarbeiten. Aktenzeichen Wurk-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal Wartungsarbeiten.
Aktenzeichen Holler-55. C. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben IRG für defekte Antragsterminals. Aktenzeichen IRG-122. Was? Das ist alles derselbe Vordruck. Wenn ich noch einen brauche, weiß ich ja jetzt, wo ich Nachschub finde. Ah, okay. Und jetzt muss ich dieses Antragsformular in das Terminal tun, oder wie? Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Keine Ahnung. Wie wäre es mit einem Holler 55? Aber... Holler-55. So. Und nun? Muss ich das in die Rohrpost, oder was? Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen Rohrpostkartuschen. Ah, okay. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Also, wir könnten auch hier noch mehr holen, wenn wir wollten. Kann ich das wieder schließen? Okay. Hier geht's nicht entlang. Ha, was? In den Kriechgang. Türsensor. Aha. Oh. Nichts. Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon. Aha. Und was ist hier? Hier ist ein Kriechgang. Wo bin ich? Wo sind wir? Ach, da unten. Oh. Ah. Sekunde, ich drücke mal. Okay, es geht nur hier lang. Dann gucke ich mal. Aber ich weiß nicht, ob die Tür aufgehen wird. Ja, sie geht auf. Kein Problem. Und wo landen wir jetzt? Das geht mir noch nicht schnell genug, Oppenbot. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Ah. Und unter meinem Kommando Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Ach, seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Das hatte Argus also gemeint. Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Ein weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Ja, genau. So ist das nämlich. Das ist denen ganz egal, wenn die alle sterben. Aber er hat jetzt natürlich seinen eigenen Plan. Oh je, das ist ja echt ernste Angelegenheit hier. Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Ja, ist schon cool. Diese Scheusale. Der Organon rückt bereits in das Hochboot ein. Ich muss mich beeilen. Ich dachte, man könnte auch auf Oppenbot, aber anscheinend nicht. Hier geht's weiter. Oh, der Widerstand! Stich. Rubusch, welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rufus. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unsere Namen gemerkt. Psst, ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus' Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe, innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da, also rückt mal ein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini, vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. An wen denkt er denn da, frage ich mich gerade. Oh, Rupa... Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Ah,
Da ist eine Schraube, mit der man die Leitung für Wartungsarbeiten öffnen kann. Ah, dafür brauchen wir den Schraubenzieher. Nee, super fest verschraubt. Ohne das richtige Werkzeug lässt sich die Leitung nicht öffnen. Okay, aber das wollen wir ja auch beantragen. Wir brauchen nur noch so einen Zylinder, in dem man das reintun kann. Hey, Janosch. Hallo, Ruvusch. Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegsgots dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Ist doch eigentlich ganz einfach zu verstehen, oder etwa nicht? Kein Kommentar. Bist du doof oder was? Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galeb meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War ich auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden. Gab es auch Tode? Tausende Tode. Oh, das ist ja überhaupt nicht zum Lachen. Nee, nicht wirklich. Was hat denn der Watzke hier zu suchen? Watzke? Welcher Watzke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watzke. Er ist ein populärer Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Leihst du mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Oh, ach so. Dann haben wir aber ja doch einen Schraubenzieher. Bitte nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Friteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Bambaschkatze aufbäbeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche und meine Geldbörse und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Ja, ja. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Wir sind immer vorsichtig. So, dann machen wir das hier mal auf, aber vielleicht geht der das jetzt einfach kaputt. Das ist ja wieder sehr interessant. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Mit dem Schraubenzieher kriege ich das vielleicht auf. Ah, ich fürchte, ne? Ja doch, es hat geklappt. Oh, lässt sich das schwer biegen. Ich hoffe, da kommt bald mal was. Wow. Geil. Oha. Na toll, der Schraubenzieher ist hin. Ich sag's ja. Naja, immerhin habe ich eine Rohrpostsendung erhalten. Ja, super. Mal gucken, was der Organon so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Was für Idioten. Geil, dann können wir das ja da reintun. Dann kriegen wir einen Schraubenzieher. Den wir jetzt eigentlich ja auch schon hatten. Ich weiß gar nicht. Die sind ja wie Gehirn gewaschen. Hintereinander bei 40, 60 und 95 Grad. Geil. Gucken wir mal. Wollt ihr mal einen richtigen Helden kennenlernen? Natürlich wollen wir. Aber Cowboy Dodo ist so unnahbar. Aber Ladies, ihr kennt mich doch. Oh mein Gott, er hat mich angesprochen. Er ist so süß, wenn er redet. Vielleicht werde ich ohnmächtig. Oh, die sind ja mal geil. So, dann reden wir doch mal. Ich glaube, die werden alle das Gleiche Wisst sagen. Ihr, ich ah, habe nee. Auch einen Fanclub. Wirklich? Was ist dein Lieblings-Cowboy-Dodo-Song? Nein, ihr habt mich missverstanden. Ich habe keinen Cowboy-Dodo-Fanclub. Ich habe eigene Fans. Also, einen. Meiner ist Schau dich um. Echt? Meiner auch. Aufwachen, ich rede mit euch. Schaut mich gefälligst an. Stimmt, schau mich an, ist auch cool. Ich weiß nicht, ich glaube, Cindy hat man noch das nicht. Das hat doch keinen Zweck. Die würden einen echten Helden nicht mal dann erkennen, wenn er ihnen als Ein-Mann-Orchester in den Hintern marschieren würde. Du musst hier nicht den Helden spielen. Die Rolle ist nämlich schon vergeben. Aber falls es dich beruhigt, der Part des sympathischen Turtles wäre wieder frei. Lass dich einfach von Janosch einweisen. Der kennt die Rolle wie aus dem FF. Du meinst aus dem WW? Ich sagte Turtle, nicht Scherzkeks. Die Witze mache nämlich auch ich. Oh, okay, wir können anscheinend gar nicht mehr, also mehr als das mit ihm reden. Ist ja schade. Ich würde jetzt gerne mal ausprobieren. Warte mal! Was? Was sollte das eben, hä? Willst du dich ernsthaft mit mir anlegen? Falls du es noch nicht kapiert hast,
Das hier ist meine Show. Cowboy Dodo rettet die Welt. Und in Russland wird das Farbfernsehen eingeführt. Ich habe den Widerstand gegründet. Ich habe die Pläne des Organon aufgedeckt. Und ich werde auch derjenige sein, der die Welt rettet. Ich wusste es. Dir geht es vor allem um dein Ego, nicht wahr? Meinem Ego geht es darum, die Welt zu retten. Ach ja? Und warum willst du dann nicht die Kurbel bedienen? Weil... Du solltest dich langsam mal entscheiden, warum du das hier machst, Kumpel. Willst du, dass die Welt gerettet wird? Dann los! Komm wieder rein und lass mich die Welt retten. Aber wenn du das Ganze nur machst, um wie ein Held dazustehen... Dann haben wir hier ein Problem. Ich habe nämlich ein gewisses Image, weißt du? Und ich lasse mir nicht von irgend so einem Hinterwäldler die Kruste von der Plörre poolen. Das werden wir ja sehen. Soll das eine Drohung sein? Schau dich doch mal an, du Hemd. Ich würde es locker mit zwei von deiner Sorte aufnehmen. Ach ja? Nun, das sollten wir einfach mal überprüfen. Warte hier, nicht weggehen. Oh je. Oh, jetzt dürfen wir da nicht mehr rein. Das ist ja gemein. Vergiss es, du kommst erst vorbei, wenn du deine Meinung geändert hast. Und wer will mich dran hindern? Na, ich. Wer denn sonst? Ach ja, das leuchtet mir ein. Dann muss ich ja also mindestens noch eine Person mit dazu holen, oder? Wenn ich das richtig verstehe, also einen von uns. Oh Mann. Okay, dann probiere ich doch mal das hier in den Rohrpostschacht zu schmeißen. Dann müssen wir leider auch schon wieder aufhören mit der Folge, leider. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Ja, aber sehr flott. Donnerknispel. Das ist tatsächlich der Schraubenzieher, den ich mir bestellt habe. Anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Also bei dieser Pfuscherbande habe ich zum letzten Mal was bestellt. Wieso? Wie sieht der denn aus? Anhand der Beschreibung... Ach so, okay. Ja, dann machen wir auch noch die anderen Anträge, würde ich sagen. Ich würde gerne nur noch kurz... Wir müssen ja auch noch... Oh, wir haben noch so viel zu tun. Wir müssen auch noch... Mal gucken, ob wir mit den Kindern reden können. Ich will nur einmal überprüfen, ob wir jetzt hier... Ja, wir kommen... Oh, das Baby läuft da hinten weg. Das Tor ist offen. Freie Bahn zum Rebellenlager. Ah, dann werden wir da die anderen vom Widerstand treffen. Mensch, wir haben hier aber gut zu tun, ne? Dann würde ich sagen, schauen wir uns nächstes Mal vielleicht erstmal hier noch ein bisschen um. Und dann gucken wir mal, ja, wie es kommt, ne? Wenn wir gut vorankommen, können wir ja auch erstmal bei einem der Rufusse bleiben. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Goodbye Deponia wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.